Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema Astrofotografie und dafür habe ich mir einen echten Profi mit ins Boot geholt, den Stefan Liebermann. Hallo. Auch Sony-Ambassador und absoluter Profi, wenn es darum geht, mit dem 600er hier Mond und Sterne und alles Mögliche zu fotografieren. Wir haben heute die ISS vorm Mond fotografiert oder gefilmt sogar in 4K mit 120 Bildern. Wie es dazu kam, wie das Ganze passiert ist, all das im heutigen Video. Also bleibt dran, bis gleich. Wunderschönen guten Morgen und viele Grüße. In dem Sinne, es ist Januar, der 2. Januar 2021. Vorgestern war Silvester, Neujahr. Also man sieht es mir vielleicht noch an, ich bin noch ein bisschen müde und ja, seht es mir nach. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn die ISS wird heute sichtbar sein und wir haben Vollmond und die ISS wird vor dem Mond fliegen. Was wir genau vorhaben, all das. Erstmal Kaffee trinken und dann gibt es mehr Infos. Also bis gleich. Das Ganze mache ich nicht alleine, das mache ich zusammen mit dem Stefan Liebermann, ein Fotograf aus Ilmenau, Astrofotograf, wirklich mega geile Bilder, selber auch Sony Ambassador. Wird cool, bin sehr, sehr gespannt und hoffentlich wird es wolkenfrei. Also bis gleich. Jo, wir sind jetzt angekommen hier in Sulzenbrücken, heißt der Ort. Und das Ganze hat auch einen Grund, warum wir hier sind in Sulzenbrücken. Weil nämlich genau hier, wir haben nämlich vorher geguckt bei ISS Finder, hattest du mir geschickt. Ja, genau. Weil genau hier halt die ISS über uns fliegt und wir von hier genau diesen Ort haben, dass wir das auch richtig geframed haben am Mond. Du hast da so einen Blick. Genau, ich bin guter Hoffnung. Ja. In 20 Minuten haben wir die Chance. Und was auch ganz wichtig ist, die ISS ist heute super nah, also 500 Kilometer ungefähr von uns entfernt. Genau. Das gibt es auch nicht jeden Tag. Und wenn man mal guckt, 500 Kilometer ist ungefähr die Entfernung von Berlin nach München, so Luftlinie. Und das ist halt echt ziemlich nah. Und bin gespannt. Lass uns mal aufkommen. Starttrecker ausrichten, Kamera drauf, Shot gemacht. Ja, ganz kurz zu den Kameraeinstellungen. Wir filmen hier im S&Q-Modus in der fünffachen Slow Motion in NTSC mit 120 Bildern die Sekunde. Ganz einfach deswegen, weil halt eben dieser Transit nur 0,6 Sekunden dauert und wir wollen natürlich diesen Moment möglichst gut einfrieren. Deswegen haben wir halt eben diese fünffache Slow Motion in 4K. Das Ganze in All Intra mit der CF Express Typ A-Karte ist das möglich. Und hier unten haben wir ein 1/4000stel als Shutter. Ganz einfach deswegen, weil wir auch später Stills rausziehen möchten. Und da ist es natürlich dann sinnvoll, wenn die dann auch schön scharf sind. Deswegen haben wir eine sehr schnelle Belichtung gewählt. Man muss sich vorstellen, das Ding haut da oben mit 30.000 km/h durch die Luft. Und das wollen wir natürlich dann auch knacke scharf haben. Das heißt, wir können Stills rausnehmen und wir haben halt eben auch keinen Motion Blur. Auch ganz wichtig für unser Video. Als Blende haben wir hier F8. Das liegt daran, dass wir das Objektiv haben, das 600 mm von Sony, nativ Blende 4, aber wir haben noch einen Zweifachkonverter dran. Also wir machen ein 1200 mm Objektiv da draus und deswegen ist die Mindestblende, die wir wählen können, Blende 8. Und ISO haben wir gewählt 12.800. Dadurch, dass wir halt eben diesen hohen Shutter haben, mussten wir halt auf 12.8 gehen, aber 12.8 ist für, ja, vom Rauschverhalten sehr gut, im Vergleich zu 6.4 oder 3.2 sogar noch ein Ticken besser. In S-Log 3 filmen wir, um halt eben den höchsten Dynamikumfang zu haben. Und ja, das war es eigentlich schon. Ansonsten manueller Fokus, ganz klar. Was sehr wichtig ist in der Astrofotografie, ist der Sonnenschutz zu verwenden als Tauschutz. Der wird zweckentfremdet und wenn wir einen riesigen Sonnenschutz drauf haben, dann kondensiert feuchte Luft, was wir gerade haben, an den Sonnenschutz, an den Tauschutz und nicht an unserer Linse. Deshalb sehr wichtig, eine Sonnenblende zu verwenden. Wenn wir das so haben, wird es in 10 Minuten kondensiert sein und beschlagen. Eines der wichtigsten Utensilien für die Nachtfotografie. Der Sonnenschutz. Ja, ich würde sagen, die Zeit drückt. Wir müssen das Ganze jetzt noch einstellen. Die Nachführungen müssen wir noch einstellen. Dazu kann Stefan gleich noch mal was sagen, was das Ganze ist. Und wir haben jetzt noch ungefähr 15 Minuten. Deswegen würde ich sagen, auf geht's. Und hoffentlich ziehen die Wolken noch weg. Wir stellen die Nachführung jetzt auf den Polarstern zwischen Cassiopeia und den großen Wagen, um die Erdrotation auszugleichen und somit den Mond zu verfolgen. Wenn wir das nicht machen würden, würde der Mond innerhalb von etwa einer Minute aus unserem Bild rauswandern und wir müssten wieder neu justieren, was bei dieser großen Optik sehr viel Aufwand ist.
ein, zwei Minuten müssen wir jetzt beobachten, ob der Mond wandert, ob der Tracker gut eingestellt ist. Okay. Dass wir wissen, wann wir die feine Justage machen. Dass wir wissen, nicht, dass wir 3.20 Uhr richtig einstellen und dann wandert er aber raus, 3.23 Uhr. Okay. Aber so wie das gerade aussieht, steht er ganz gut bis jetzt noch. Das ist auch eine wichtige Sache bei der Astrofotografie oder generell bei der Fotografie bei kalten Umgebungen. Wenn ihr lange fotografiert, müsst ihr den Fokus immer wieder nachstellen, weil sich das ganze System abkühlt und dadurch ändert sich der Fokus. Das heißt, immer wieder aufpassen und den Fokus richtig stellen. So ist zum Beispiel ultrascharf. Schau dir das an. Ja, ja. Mega. Da abgeht. Wir wissen ja, wir haben das vorher beobachtet, wir wissen, dass der Mond leicht nach oben wandert, weil wir den Polarstern nicht perfekt justiert haben. Wir haben das nur ungefähr justiert. So wird er jetzt nämlich genau den Zeitpunkt hochwandern. 3.23 Uhr. Wir haben jetzt 3.22, 43. Scheiße, Alter. Sieht gerade irgendwie nicht so gut aus. Kommen Wolken oder was? Ach, scheiße. Nein. In 47 Sekunden. Ja, da kommt der Mond raus wieder. Jetzt müsste es gleich in 10 Sekunden. In 10 Sekunden los. 10 Sekunden fliegt die ISS vorbei. 8. 6, Alter, 5. Ich muss mir das Display angucken. Sehen wir das? Das ist sehr schnell. Wenn ich davor komme. Jetzt in 3 Sekunden, in 2. Framing passt. Weiß ich, ob die kam. Aber die sieht man auch nicht. Wenn, ist es jetzt durch, sozusagen. Ich? Aber wir haben sie noch nicht gesehen. Aber die ist schon da. Keine Angst. Ich bin mir sehr sicher. Wir haben die Location gecheckt. Wir haben den Übergang gecheckt, dass die drauf ist. Wir müssen jetzt das Video anschauen. Das ist viel zu früh. 6, 8. Weißt du den Timecode noch, Stefan? Leider nicht. Irgendwas mit 6. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass wir so einen Kasten haben. Aber nur ziemlich. Nicht zu 100%, weil es waren halt eben nur 0,6 Sekunden. Und deswegen ziehen wir das Ganze jetzt nochmal auf den Rechner. Wir haben ja im S&Q-Modus gefilmt mit 120 Bildern, also eine fünffache Slow-Mo, und gucken uns jetzt nochmal in Zeitlupe an, um halt eben auch die ISS zu finden. Weil das ging eben alles so schnell. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Uhrzeit hat gestimmt. Der Standard hat gestimmt. Ja. 0,6 Sekunden sieht man einfach nicht auf dem Display. Zu schnell ist ein Blinzeln, weg ist das. Und hier muss sie ungefähr sein. Der Höhe. Hier in dem Bereich, ja. Ah, guck mal hier. Da war's. Lass mal abspielen. Okay, genial. Krass. Geklappt, aufgenommen. Er ist drin, ja. Also ungefähr. Sehr klein. Schattentransit. Weil wir mitten in der Nacht unterwegs sind. Das heißt, die ISS ist im Erdschatten und wird natürlich nicht von der Sonne angestrahlt. Deshalb sehen wir die ISS nur als Schatten vor dem Mond, 480 Kilometer entfernt, sehr nah zur Erde. Deshalb sehen wir die ISS sehr groß, auch wenn das sehr klein ist im Maßstab, aber sehr groß. Und ein 4000stel Shutter Speed, schärfer und schneller geht's nicht. Also krass, ja, aber echt Wahnsinn, wie schnell das Ding vorbeizieht, ne? Ja, das war heute mal so ein kleiner Ausflug in die Astrofotografie. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Stefan, dass du das möglich gemacht hast. Haben wir eine große Freude. Ja, mir auch. Es war ja längst überfällig. Wir kommen beide aus Thüringen, sind beide Sony-Ambassador. Und Stefan ist halt wirklich die Nummer 1, wenn es um Astrofotografie geht. Und dank Sony durften wir jetzt auch mal hier die 600er testen mit Konverter. Und ich bin echt happy, dass wir das mal ausprobiert haben. Und vor allem hat es mich auch ermutigt, wirklich mal nachts rauszugehen und mich so ein bisschen, ist ja schon ein Thema für sich. Man traut sich da nicht so richtig rein. Gerade so Milchstraßenfotografie ist vielleicht noch so das, was man so vielleicht mal macht oder so. Oder Sterne oder Aurora oder sowas. Aber sowas Spezielles wäre ich auf jeden Fall ohne dich aufgeschmissen gewesen. Genau, nachts bei minus 2 Grad in der Kälte stehen, den Mond verfolgen, das die ISS dazu, zu shooten. Ja. Das ist schon mal eine ganz andere Nummer und traut euch raus. Auf jeden Fall. Entdeckt die Nacht. Ja, und guckt mal beim Stefan vorbei auf seinem Kanal, da gibt es jede Menge Bilder von Namibia, Milchstraße, Workshops, also er macht echt coole Sachen. Und ja, ansonsten würde ich sagen,
Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet nächste Woche wieder ein oder wann auch immer. Guckt immer mal auf meinem Kanal vorbei. Glocke, Abo, alles das könnt ihr machen. Und geht raus, shootet, macht was Schönes und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Tschüssi.